So, ja. Die Freundlichen. Petro leitet ein provisorisches Lager für seine seltsame Art die Blajini, die von dem Konflikt in Transsilvanien entwurzelt worden sind. Obwohl sie für den Moment in Habarburiesti sicher sind, hat er Angst um seine Mitstreiter, die immer noch im Tal gefangen sind. Petro auf einem alten Kassettenrekorder eine Nachricht in der Sprache der Blajini vorbereitet. Er bittet sie darum, damit zu verbreiten, dass in Holuberesti eine Zuflucht und eine sozialistische Bewegung warten. Machen wir. Genossen, eine Revolution ist vollkommen unmöglich ohne revolutionäre Situation. Wir wurden aus unseren Häusern vertrieben, unsere Heimat beraubt von Imperialisten, blutsaugenden Imperialisten. Wir stehen vor einer kapitalistischen Armee von Vampiren, die uns das Volk für ihren privaten Profit aussaugen wollen. Wir müssen uns organisieren. Wir brauchen die Revolution. Sie wollen keine Veränderung. Aber Veränderung wird uns aufgezwungen, ob es uns gefällt oder nicht. Mein Volk ist am schlimmsten. Die Blajini erkennen nicht, dass das Wohl der Gemeinschaft gleichzeitig ihr Wohl ist. Wir waren einfach zu lange isoliert. Ich habe Marx und Lenin gelesen. Man Dabei sieht's. wurde mir klar, dass es ohne revolutionäre Theorie keine Revolution geben kann. Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte. Aber Lokomotiven brauchen Passagiere und da sind wir noch etwas dünn besetzt. Ich habe meinen Leuten auf dem magischen Band eine Nachricht hinterlassen, damit sie ihr Versteck verlassen und ihnen folgen, weil sie sie beschützen und hierher führen werden. Ja. Sie werden kommen, denn sie sind Schafe. Ich will sie lehren, selbst zu denken, aber bis dahin ist es gut, dass sie Schafe sind. Manchmal braucht die Geschichte nur einen Stoß in die richtige Richtung. Schafft allen privaten Besitz ab! Feen der Welt, vereinigt euch! So, also, wie heißt der? Peru. Nein, Petro, klar. So, und jetzt Petrus Zeichnung untersuchen. Genossen, eine Revolution Da. ist vollkommen unmöglich ohne Ja. revolutionäre Situation. Quick Access Inventory Wir wurden updated. aus unseren Häusern vertrieben, unsere Heimat beraubt von Imperialisten, blutsaugenden Imperialisten. Das kommt mir doch Wir gerade sehr stehen bekannt vor einer vor. kapitalistischen Armee von Vampiren, die uns das Volk für ihren privaten Profit aussaugen wollen. Ah, okay, Wir müssen so. uns organisieren. Wir brauchen die Revolution. Salut. Salut. Lass mich raten. Ah, nee, doch nicht. Oder doch? Okay. Siehst du mal, das ist doch mal nett. Reiten wir da doch mal hoch. Er macht sogar das fertig. Zum Obstgarten gehen. Oh, himmlisch lockere Früchte. Am besten machen wir es, indem wir die ganzen unversteckten Viecher hier wegmachen. Boah, guck mal, das ist doch schön. Ich mag das. Urmateza persona, che banda magica. Nochmal. So, seid ihr alle weg? Ist da noch jemand? Nein. Alatura war Revolution! Okay, das war also schon mal keins. Machen wir noch ein paar von den Viechern weg. Na?
Matezza Voca Mia. Okay. Additional assignment received. Initializing. Das haben wir schon mal gemacht. Egal. Wieder! Einen haben wir. So. Ach komm. Machen wir auch schnell hier. Eins. Das wollte ich nicht. Ihr könntet ruhig was belebter sein, dass man euch besser sieht. Die sind zwar schon heftig, aber ich sehe es ja auch ein, ne? Hallo. Bitte. Na, geht doch. Kaum ist er aufgestanden, legt er sich auch wieder hin. Den auch, jawohl. Noch ein letzter. Willst du? Na, bis der sich erhoben hat. Nehmen wir. So, wieder zurück zu den Maulwürfen. Sehen ja schon sehr maulwurfig aus. Irgendwie. Mhm. So, da haben wir eben einen rausgeholt, aber egal. Alla Tura, war Revolution! Urmatezza persona, che banda magica! Richtig. Da bin ich ganz bei eurem Führer. Urmatezza Savina Lamina! Zum Weizenfeld gehen. Super Idee. Da wollte ich unbedingt mal hin. Ach, das sind noch welche. Da sind noch welche. Ah. Machen wir vorher aber hier den da. Na, dann schieß mich doch um, ist mir egal. Rotflinte, ja? Du kommst damit zu mir, ja? Mhm. Kettensäge ist so eine Sache. Aber Schrotflinte brauchst du mir nicht zu kommen. Da kann ich mehr als du. Als wie du. Urmatezza Savina Lamina! Ja, eine. 100 Hetzers Lavina Lavina. Vila! Ja, ja. So. Oh, es sind noch mehr. Zu dem Hofkomplex gehen. Ich habe auch so einen Hofkomplex. Aber echt, ganz im Ernst, diese Gegend. Das ist nur wieder richtig schön. Die Haupt- und Nebengebäude durchsuchen. Mhm. Ach, das war's schon. So, nach draußen bringen. Was ist denn? Geh weg. Urmatezza persona, che banda magica. Mhm. Achso, die Türen und dann. Akum! Hä? Atun? Bitte nicht. Das war das Haus. Da müsste es hier noch weitergehen. Oh. Ja, Entschuldigung. Rotflinte, hm? Hm. Fall um.
Du brennst doch schon. Dann lebe so. Urmatezza Savina Lamina! Savina Lamina. Ist da noch was? Nein. Oh, doch, da sind die da. Der schießt irgendwie mit Irrlichtern oder so. Keine Ahnung. Wie gesagt, vor solchen Kettensägen habe ich schon ein bisschen Respekt, aber Schrotflinte. Hallo? Wie sagt man so schön? Fick niemals Ficker. Entschuldigung. Hab ich doch gar nicht gesagt. Akum! Atun. Ah, da ist er. Ein. Urmatezza persona Kiobanda Magica. Okay. Aber das waren die doch schon alle. Ist hier hinten? Ja, hier ist ja auch nichts mehr. Wieder! Na, da war ja einer drin. Und da war ich und da ist. Guck mal nochmal. Urmatezza voca mia! Unatezza voca mia. Urmatezza persona Kiobanda Magica. Ja, ja, aber einen brauche ich doch noch. Wieder! Gut. Die Schlucht hinter dem Bärenwald finden. Hüpf. Bumm. Jawohl, ja. So. Okay. Ach komm. Jetzt wird's interessant. Geh weg. Täschchen. Nein. So, Schlucht hinter dem Bärenfeld finden. Diese hier. Oh, da sind noch welche. Guck mal. Dann sind wir aber auch so gut und machen den Marker weg. Nochmal, du bist so ein Schrotflinten-Heinz. Das ist völlig sinnlos. Ja. Matezza persona Kiobanda Magica. Okay, fuck. Wie führen? Und das mit der Geschwindigkeit, ist das euer Ernst? Ja, das ist euer Ernst. Alter Schwede. Ich war ja echt begeistert. Ist hier noch irgendjemand? Ich mach da mal den Weg frei. Na, so ein bisschen rennen können sie ja. Gut. Na gut, sie können.
Okay. Oh, das sind noch mehr. Was wollt denn ihr da? Werwölfchen? Ey. Sorry. Steht da einfach da. So. Ja, kommt hoch. Es ist ein schwerer Weg. Aber wir haben ja schon über. Na, kommt ihr mit? Super. Na, bist du noch bei uns? Seid ihr noch da? Ja, komm. Super. Wir sind geländegängig. Dann warten wir hier mal ein bisschen. Er kommt auch. La 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 la. Ja. Süß. Die freundlichen. Okay. So, was können wir jetzt noch machen? Hauptquest? Lohnt sich das noch? Boah. Todsünden. Das Mädchen mit dem Kernglas finden. Das führt uns mit Sicherheit noch zu weiteren Missionen. Also machen wir es auch einfach mal so, wie das Spiel das will. Da können wir hier irgendwo hin teleportieren. Wo bin ich denn? Hallo? Hier. Und da muss es irgendwo sein. Aber ich finde es nicht. Also ich habe ja niemanden mehr bei mir. Gut. Weg, aber keinen. Egal. Einfach mal weiterrennen. Und dabei ein paar. Ich muss ja noch ein paar töten. La la la, schön. Oder? Gut, es regnet halt, ne? Abbild des Bösen. Upsa. Wer? Du. Ja.
Okay. Das Abbild des Bösen machen Local wir. Local Bounty detected. Initiating. Erstmal machen wir hier Abbild des Bösen weg. Techelchen. Oh, und er gilt sogar als belebte Vogelscheuche. Scheuche. Kettensägenmann, komm mit deiner Kettensäge an. Talisman-Vampir, komm, du gibst den Talisman mir. Blö. Ja, komm. Okay. Verstecken nützt nichts. Hat er sich von mir versteckt? Hat er gemerkt? Das ist Quatsch. Ey. Ey. Oh, das ging schnell. So. Local boundaries detected. Oh, ja, Entschuldigung. Ja, ich wollte dich nicht vergessen. Ich habe dich nicht gesehen. So. Ja. Oh, daneben. Siehst du, ich habe dich dreimal getroffen, du mich gar nicht. Das da ist aber eher eklig. Ich höre ja noch eine Kettensäge. Na komm, das ist ja ein bisschen in die Richtung. Gebeinschneider. Hm. Ja, so ein schöner deutscher Nachname, oder? Gerald Gebeinschneider. Ja. Du bist jetzt eigentlich zu viel, aber naja, wer sterben will. So, schauen wir nochmal, wie weit wir sind. Nebenmission 3, Hauptmission 2, Monster Kills. Fehlen noch genau 2. Das schaffen wir alles noch. Also nicht alles, nein. Ein Monster Kill. Tom. So. Aha. Und da kriegen wir gleich noch eine Mission. Hallo. Okay, von der sollen wir mehr von Transsilvanien erfahren. Ich würde sagen, dann hören wir da ganz kurz mal hin. Meine Geschichte sollte wie folgt lauten. Ich bin eine Roma, ich jage Monster. Ich wünschte, mehr gäbe es nicht zu sagen, denn ich wollte nicht werden, was ich bin. Eine Hexe. Aha. Aber sie gehören nicht zu uns. Sie können das nicht verstehen. Genau wie ich nicht sein kann wie sie. Die hellen Tunnel unter der Erde. Ich habe sie gesehen. Die Angeber mit ihren Uniformen in den Städten. Die habe ich auch gesehen. Tja, bin ich keiner. Ihr Leute nennen sich selbst Helden. Aber mein Volk stirbt seit Generationen anonym im Dreck. Im Kampf gegen die Schrecken der Nacht. Wir waren lange Zeit Sklaven in diesem Land. Sklaven. Auch wenn wir die Bestien von den Häusern derer fernhielten, die uns geschmäht haben. Wir bitten nicht um Anerkennung. Wir sind nur uns selbst Rechenschaft schuldig und das macht uns stark. Wir wissen, wer wir sind. Oder zumindest wusste ich es, bis die Magie mich verändert hat. Und den Teil der Geschichte verstehen Sie, glaube ich. Ja. So, Transsilvanien. In dieses Tal zu kommen, ist für meinen Clan, die Drakonisten, wie eine heilige Pilgerreise. Milos sagt, hier wäre unsere Heimat. Dabei wurde er auf der Straße geboren, genau wie wir alle. Er meint damit, dass unser Orden hier seinen Anfang nahm. Der Orden von Dracula, dem Drachen. Und jetzt nennen sie ihn Strigoi, einen Vampir. Sie wissen überhaupt nichts über die Geschichte, über die Geheimnisse, die zu schützen wir geschworen haben. Dracula hat alle Schattenkreaturen gehasst.
Er hat sie bekämpft. Er ist gestorben, um uns alle zu schützen. Es macht mich traurig, dass das Tal, in dem Dracula sein letztes Gefecht gegen sie führte, jetzt ihre geheime Zuflucht geworden ist. Hier leben die Kreaturen, als hätten sich die Zeiten überhaupt nicht geändert. Als würden immer noch wilde Tiere durch die Straßen der Städte laufen und die Menschen sich betend um Lagerfeuer versammeln. Die Dorfbewohner akzeptieren das. Sie zucken mit den Schultern und sagen, dass die Nacht Zähne hat und der alte Wald kein Ort für Männer ist. Oder für Frauen. Sie sehen ja, was passiert ist. Monster können nicht mit uns koexistieren. Es wird erst Frieden herrschen und unsere Pflicht wird erst dann beendet sein, wenn sie alle vernichtet sind. Und was bleibt den Roma, wenn die Monster weg sind? Ich glaube, ich würde dann gerne einen Buchladen eröffnen. Die ist auch niedlich irgendwie. Naja, dann kommt die Roma auch noch. Wir Roma sind ein fahrendes Volk. Wir kennen keine Ruhe und bleiben nie länger an einem Ort als nötig. Das Leben ist für uns nur eine Haltestelle zwischen neuen Straßen. Flöcke spitzen, Narben vergleichen. Es naht immer irgendwo ein Sonnenuntergang. Genau. Ich lebe nun schon, 15 Jahre ohne meine Eltern. Ich messe die Zeit in dem Wechsel von Lastern, Autos und Wohnwagen. Eine Krankheit hat mir meine Mama genommen. Und was meinen Papa genommen hat, weiß ich nicht. Er brach eines Morgens zur Jagd auf und kehrte nie zurück. Der Clan erinnert sich gern an meinen Papa und an meine Mama. Also halte ich diese Erinnerung am Leben. Verstehen Sie? Ich nehme jetzt den Platz von beiden ein. Erinnerungen sind wichtig für die Roma. Wir müssen wissen, wer wir sind und warum wir kämpfen, worauf wir stolz sind. Und mit jedem Winter werden wir weniger. Aber in einem guten Winter sorgen wir dafür, dass die Zahl der Monster doppelt so stark abnimmt. Sehr schön. Dann ich war zuerst hier. Oh, Entschuldigung. So. Zeit wird knapp. Ich würde sagen. Genau. Anima-Quelle, schön. Achso, mir fehlt noch ein Monster. Was haben wir denn da? Da ist nichts, gar nichts. Nö. Nö. Local Bounty detected. Initiating. Ah. Genau. So, Blutvorräte zerstören. Wow, machen wir doch noch. Blutvorräte zerstören, finde ich die. Weiß ich, wie die aussehen. Ich würde gerne einen sehen, damit ich weiß, was die meinen. Gut, falsche Richtung. Hast du einen gesehen, hast du alle gesehen, aber ich habe noch keinen gesehen. Weil, hast du keinen gesehen, hast du keine gesehen. Ah, ja. Ein bisschen heftig. Und die weichen aus, die Säule. Aber... so nicht. Maschinen, ich will einer von ihnen sein. Was? Ruhe im Kopf. Ah. Okay. Nehmen Sie es aus meinem Kopf. Nehmen Sie es raus. Na, das können wir doch alles. So, zwei Stück. Das Herz voller Schrecken. Es kann nicht schärfer werden. Das geht gar nicht. Hallo. Wow. Na komm. Alle tot. Wieso ist der gelb und hat einen Namen? War ich da schon mal? Und wo sind die anderen Blutvorräte? Die sind nicht hier drin. Ich will einen Anwalt, ja? Nehmen Sie es. Ah, da ist noch einer.
Sind da noch mehr? Nö. Also müssen wir jetzt hier erst wieder raus. Alter. Hm? So, jetzt wissen wir ja, wie die aussehen. Mhm. Oh, falsche Richtung. Ach, da sind noch welche. Ne, da waren wir gerade. Ah ne, da waren wir nicht. Okay, ich verstehe. Mhm. So, keine Blutvorräte. Wo sind sie denn? Boah, Fernkampf, Arschlöcher. Ja, ja, Moment. Okay, ich gebe es zu, das war doof. Ja. Das ist was anderes. Das kann ich. Bisschen gesund. Und dann versuchen wir das nochmal. Hier sind gar keine. Na komm. So. Jetzt macht es mir die letzte Mission nochmal richtig schwer. Ich glaube, wir verziehen uns hier. Das ist auch nicht das Richtige. Das ist das Gleiche. Ah, da geht es nochmal rein. Das ist vielleicht hier. Ja. Es geht ja nichts mehr. So, ich hab's gesehen, da ist noch einer. Da ist noch einer. Sind da noch welche drin? Oh. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis ich völlig aufgeladen bin. Aber da musste noch einer sein und da ist auch noch einer. Und wir haben noch eine Nebenmission. Genau da steigen wir auch aus. Ach Leute. Ah, der ist gerade mit zerstört worden. So. Ich würde sagen, bevor hier alles wieder spawnt, gehen wir hier raus. Teleportieren weg. Und machen das nächste Mal genau dort weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag.